Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zum Crusader Kings 3 Let's Play mit unserem neuen König, dem König Erd, dem Dritten, der natürlich jetzt gerade nach der Amtsübernahme doch mit dem ein oder anderen Problem zu kämpfen hat. Wir lösen mal die Pause. Ein Komplott bei Hofe. Mein Ratspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand spielt ein Komplott gegen eine andere Person, und zwar gegen meinen Höfling Paiwand. Gut, wir müssen dem Übeltäter aufspüren. Toter Begünstigter. Aha, Rapoto ist tot. Wir brauchen also einen neuen Begünstigten für unseren... Wen nehmen wir denn da? Die Prinzessin Anderberta von Bayern. So. Das ist die Begünstigte. Entscheidung verfügbar. Huldigen. Petition an Lehnsherrn. Hofhalten. Oh ja, das müssen wir dringend mal machen. Hofhalten ist eine gute Sache. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und ich bin jetzt auch der neue König. Kosten 70. Macht nichts. Wir hören uns mal die Bittstelle an. Bin gespannt. Auf meinem Thron sitzend gebe ich meinen Wachen ein Zeichen, die Türen des Saals zu öffnen. Menschen strömen herein, einige stellen sich vor meinen Thron auf, während andere zur Seite treten, um das Geschehen zu beobachten. Nach einigen Augenblicken kommt sämtliche Bewegung im Saal zum Stillstand und alle Gesichter haben sich erwartungsvoll zu mir gewandt. Vor mir stehen drei Bittsteller in einer goldenen Reihe, die alle darauf warten, dass ich sie aufrufe. Gut, legen wir los. Herzog Durante, schau mal, minus 100, Herzog Durante von Toskana. Schreitet vorwärts, offensichtlich begierig darauf, meine Antwort auf seine Bitte zu hören. Mein Lehnsherr, wenn Haus Luca Modena sich selbst und Bayern verteidigen soll, benötigen wir die Erlaubnis, die Schanzen von Toskana zu verstärken. Lasst uns die Verteidigung des Reichs in eurem Namen sicherstellen und so beide den Nutzen des Friedens ernten. Toskana wird ein Bollwerk des Reiches sein. Ich habe gehört, ihr besitzt eine schöne Sammlung. Was passiert da? 3%ige Chance, dass er uns ein Artefakt überlässt, okay. Solche Ansprüche verlangen Opfer. Nur wenn Toskana niemals seine Grenzen vergrößern wird. Im Tausch für größere Verpflichtungen natürlich. Was bringt denn das Befestigungsrecht? Jetzt schauen wir mal, Befestigungsrecht gewährt. Steuernmultiplikator, Lehnsherr. Burggebäude kosten minus plus 5%. Der Vasall erhält das Recht, neue Burgenbefestigungen mit Unterstützung des Lehnherrns zu bauen. Diese Unterstützung heißt in der Praxis, dass der Vasall 10% weniger Steuern zahlt, als seine Feudalsteuerpflichten vorsehen. Reicht es nicht, Herzog zu sein? Reicht es nicht, Herzog zu sein? So. Mehr als minus 100 kann ich ja nicht haben. Außerdem gefällt mir das überhaupt nicht. Wenn es da mal Probleme gibt, dann hat er da seine Burgen unten und ich kann nicht mehr ordentlich einschreiten. Und das dauert alles viel länger. Keine gute Idee. Ein dünner, zerlumpter Bauer steht vor mir und starrt auf die Opulenz meines Thronsaals. Da er offensichtlich abgelenkt ist, rufe ich nach ihm, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Verzeiht, mein Fürst, mein Dorf in Augsburg wurde dieses Jahr von der Braunfäule heimgesucht. Wir haben nicht nur unsere Ernte verloren, sondern auch unser Saatgut. Wir haben nichts mehr und werden ohne Hilfe verhungern. Er blickt sich erneut in meinem Thronsaal um und fügt hinzu: Ihr habt doch sicher einige Reichtümer zu entbehren. Ui, ganz schön frech. Wir schauen uns doch mal an, wie unser Charakter eigentlich so drauf ist. Er ist demütig, gerecht, aber gefühllos. Gefühllos. Ihr haltet die Mittel, die ihr für einen Wiederaufbau benötigt. Euer Dienst wird eure Schuld begleichen. Wenn die Felder unfruchtbar sind, sollte man zum Schwert greifen. Was bedeutet das denn? Pflugscharen zu Schwertern. Die Höfe dieser Gemeinde liegen brach, ihre Bewohner wurden für den Kampf anstatt für die Aussaat eingezogen. Ah, das bringt nichts. Euer Dienst, ihr verliert 150, Grafschaft freiwilliger Fronen. Arbeit in dieser Gemeinde belohnen die Großzügigkeit des Lehnsherrn mit Fleiß und Schweiß. Gebäudebauzeit, Herzogtum von Augsburg, Herzogtum, wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Herzogtum von Österreich. Augsburg würde ich eigentlich gerne wieder abgeben. Ihr haltet die Mittel, die für Wiederaufbau benötigt werden. So. Das Wachstum von Frontenhausen. Ratsverwalter Friedrich ist sichtlich von einem Vorschlag motiviert, den
er euch mitteilen möchte. Mein König, Frontenhausen bietet viel Potenzial, um als regionales Zentrum für den Handel und das Handwerk zu dienen. Mit etwas finanzieller Unterstützung und durch die Zusammenlegung einiger kleiner Dörfer könnte die Grundlage für eine weitere bayerische Stadt in Ortenburg geschaffen werden. ...320 verlieren wir da. Ihr beginnt den Bau von Stadt Ortenburg. Ne, wir kümmern uns erstmal um andere Dinge. Als der letzte Bittsteller den Raum verlässt, folgen ihm verschiedene Höflinge, die wieder ihren Aufgaben nachgehen müssen. Andere bleiben zurück und unterhalten sich über die letzten Verhandlungen. Bald ist die zeremonielle Förmlichkeit gänzlich verflogen und das übliche Treiben des höfischen Lebens nimmt seinen Platz. Gut. Das wäre vielleicht auch nochmal so eine Sache, die ich schauen müsste. Zu viele Herzogtümer ist klar. Vielleicht muss ich mal eine grundsätzliche Entscheidung treffen, ob ich das Herzogtum Augsburg behalte. Oder Wien. Österreich. Ich tendiere fast dazu zu sagen, dass wir Österreich behalten. Ich schau mal nach. In Augsburg haben wir eine Vierer-Domäne. Drei. Ja, wir haben da eh bloß zwei Grafschaften drin. Wien ist Ernstbrunn ist 5. Nee, wir behalten Österreich. Aber wir sollten das Herzogtum Kempten abstoßen. Die Frage ist nur an wen. Geschwister. Wen haben wir denn hier noch? Gundakar von Beck. Unser Bruder. Titel vergeben, das machen wir. Wir geben unserem Bruder das. Der ist zwar erst 11. Ich frag mich. Ja, gut, damit wäre ich meine Probleme los. 2 Grafschaften weniger, 10, 9. Herzogtum ist weg. Ja. Ja, wisst ihr was? Wir teilen das zwischen den zwei Brüdern auf hier. Titel vergeben. Und Kempten geben wir Berigant, seinem weiteren Bruder. Kempten. Gut, aber den können wir ja gleich übertragen. Moment. Und zwar an ihn hier, Vasall verleihen. Sein Bruder als Vasall, wenn das mal keinen Ärger gibt. Schauen wir mal, wie sich das rausgeht. Gut. Ich habe so den Verdacht, dass das nicht so geschickt war vom Gerhard. Aber wird sich zeigen. Inspiration, Räuber auf der Straße. Lehnsherr, die Abenteurerin Sarah hat eine Nachricht geschickt. 10 Tage und 10 Nächte lang versteckt mein Trupp und ich und schon der Räuberführer hat die Straße gesperrt. Ah, das wieder. Gold als Bestechung machen wir nicht. Haltet euch bedeckt, sie werden schon irgendwann weiterziehen. Oh, verwundet. Und 2-mal Abenteuerinspiration verloren. Und wir können Bündnisse aushandeln. Das machen wir auch. Das sind unsere Brüder. Mit dem Berigant ebenfalls. Und vielleicht sollten wir mal wieder hier rüber schauen. Wie sieht es denn jetzt mittlerweile aus? Minus 73. Bündnisse haben wir geschmiedet. Wir werden mal so, die Bündnisse sind angenommen. Wenn wir jetzt mal hier nach Norden ziehen. Ja, wir haben übrigens noch 49.000 Einheiten hier, Truppen für den Heiligen Krieg, was nicht gut ist. Gut. Bin gespannt, was da für Familienzwist jetzt da im Herzogtum Augsburg entstehen. Sieht alles relativ gut aus.
schaut's denn aus mit dem Beeinflussungskomplott? Dauert noch eine Weile. Ich gehe mal auf Geschwindigkeit 2. Dann müssen wir jetzt erstmal unsere anatomische Studien. Ein Hofarzt anzuwerben kostet weniger. Hofarztbehandlungen haben bessere Ergebnisse. Pädagogik. Eure Mündel können Sie sich wetterhalten. Wissenschaftlich. Fortschritt, Kulturinteresse. Theologe, gläubig. Ne, wir machen mal hier wissenschaftlich. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und was haben wir hier? Ja, wir sind noch eine über Domainschwelle. Ich hoffe, das wird unsere Frau dann ändern. Eine Jagd veranstalten. Wie sind unsere Anspannungen? Brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt machen. Ach, wir hatten doch noch... Moment, wo war es denn? Wir hatten doch noch eine neue... Ah Gott, da bin ich viel zu selten in dem Menü drin. Lebenswandel war es auch nicht. Ja, Hagott, zack. Jetzt habe ich vergessen, wo ich hin wollte. Ach, jetzt weiß ich es wieder. So, einmal hier rein. Innovationen. Es gab doch vorhin eine Innovation, wo ich nicht wusste, was es genau war. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Windmühlen? Dauert immer noch 3 Jahre. So, neue Verbündete hier im Krieg. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Ne, es sind auch zu viele schon ausgeschieden. Und wir sind mal wieder in einer großen Schlacht. Hoffentlich kommen noch Verbündete dazu. Mein Fürst, mein Herzbischof Altmann nähert sich mir mit eiligen Schritten. Ein ansässiger Händler hat eine Ausgabe des einflussreichen Werkes Regula Pastoralis, aber er weigert sich, es mir zu verkaufen. Wenn ihr ihn davon überzeugen könnt, wie fehlgeleitet diese Entscheidung ist, stünde ich in eurer Schuld. Ich werde dafür sorgen, dass ihr das Buch bekommt. Für 300. Klingt nach einem interessanten Buch. Das will man dann selber einstecken. Nee, das klingt, als wäre es euer Problem. Wie sieht es denn aus? Plus 20. Es ist immer gut, dass die, wenn die auf meiner Seite stehen. Umso mehr Geld gibt es auch. Wir werden dafür sorgen, dass wir das Buch bekommen. Und eine weitere Niederlage. Der Krieg ist aber jetzt Gott sei Dank bald vorbei. Mein Vasall Bürgermeister Gerhard wurde verwundet und die Wunde scheint tief zu sein. Ich fürchte, dass sein Körper nicht stark genug sein könnte, um dagegen anzukämpfen. Mir ist, als ob der Tod bereits an seinem Bett statt sitzt. Von Niederschönenfeld. Es gibt nichts, was wir tun können. So, also der Kreuzzug war blutig, verlustreich, hat unfassbar viel Geld gekostet und ist verloren. So sei es. St. Georg schickte seine Krieger, doch die fanden nur Tod und Demütigung an den Toren von Syrien. Der Heilige Krieg, den Papst Kallistus so eifrig ausgerufen und unterstützt hatte, endet in einer katastrophalen Niederlage, die den Gläubigen nur geschadet hat. Dies wird sicherlich weitere Gotteslästerer und Ungläubige dazu ermutigen, sich noch mehr vom Glauben abzuwenden. Gut. Tja, alle auflösen. Ach, ich kann die gar nicht auflösen, weil die nicht im befreundeten Gebiet sind. Ist die Frage, wie kriege ich denn jetzt wieder nach Hause? Na, erstmal müssen sie sich darüber bewegen. Und mir war so, als wenn wir hier, als wenn ich hier vorher noch was gesehen hätte. Hier ist alles erforscht. Stammesherzogtum. Vasallen der Kultur eine gemeinsame Herkunft mit eurer hat, schließen sich seltene Unabhängigkeitsfraktionen an. Okay. Ist nicht weiter tragisch. Wie lange dauert es noch, bis es... In 50 Jahren. Okay. Erstmal sind mir die Windmühlen wichtiger. Die brauche ich dringender. Und dann bringen wir unsere Armeen wieder nach Hause. Und dann können wir uns endlich wieder um das kümmern, was wichtig ist. Ums Königreich.
So, die Flucht ist jetzt gleich vorbei. Vielleicht kann ich sie auch hier schon auflösen. Ah ja, jetzt kann ich sie auflösen. Gut. Ja, da werden wir jetzt... Wenn wir jetzt mal schauen, vor allem mit dem Geld sieht es auch nicht besonders gut aus. Ungesunde Beziehungen. Mein Fürst, die Krankheit ist ansteckend. Seid vorsichtig. Mein Höfling Ulrike hält mich zurück. Der von Krankheit gezeichnete Körper eines Gemeinen. Die Haut entstellt von Ausschlag und Beulen liegt auf dem Tisch. Jeder, der mit dem Leichnam in Berührung kommt, riskiert eine Ansteckung. Und ich hatte tatsächlich einen Ausflug geplant, der mich in der Nähe von Gloucester bringen sollte, wo Earl Arthur von Gloucestershire wohnt. Schleudert den Leichnam auf Gloucester. Mit dem haben wir es nicht so, ja? Die Leiche könnte Hinweise auf den Ursprung der Krankheit enthalten. Das machen wir. Wir sind ja wissbegierig. Haben wir noch irgendwelche Gefangenen? Im Kerker, Rana Bet Hisham. Kann ich die nicht irgendwie entlassen? Das ist ja ein Kind. Freilassung verhalten. Lösegeld fordern. Was machen wir? Graf Ion ist unser Ratspitzel geworden. Hat er sich da wieder reingetrickst? Ein Druckmittel gegen Emir Hisham. Lösegeld kriegen wir ja nirgendwo. William von Ilchester. Ich überlege schon, das war ja die Geschichte mit meinem Vater, gell? Ob ich den nicht vielleicht gegen Lösegeld entlasse. Für einen! Nein, dafür bleibt er. Die ganzen Kinder, die müssen weg. Ihr seid immer für mich da und ich hoffe, dass ihr wisst, wie dankbar ich dafür bin. Tritt an mich heran mit einer Besinnlichkeit heran. Wenn ich es brauche, dann erwarte ich, dass ihr auch für mich da seid. Das ist es, was es heißt, ein Vormund zu sein. Ja, das ist es. Unsere Schwester, um die kümmern wir uns. Tja, und die ganzen Druckmittel, die werden mir jetzt nicht allzu viel bringen. Wir können Kriege erklären, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir wieder auf vor allem finanziell einen besseren Stand bekommen. Können wir mal schauen, was wir für Kriege führen können. Bretagne, Kroatien, Ansprüche von Graf Ioan, Grafschaft von Pset, Königreich von Kroatien. Königreich von Kroatien. Das wäre interessant. Das müssen wir uns merken. Derzeit noch nicht. Polen. Exkommunikationskrieg gegen König Maciej wird abgesetzt. Da halten wir uns erstmal raus jetzt aus kirchlichen Angelegenheiten. Herzog von Schwaben. Was haben wir denn da? Herzog Achenbald hat Ansprüche auf Baden. Würde mich durchaus interessieren. Und von Friesland, was haben wir denn da für Ansprüche? Coburg. Da haben wir selber Ansprüche drauf. Ah nee, hatten wir nicht, das war unser Vater. Ah, Mist. Mein Fürst, verkündet meine begünstigte Mirren mit überraschend lauter Stimme. Sie hält stolz ein in Stoff eingewickeltes Paket in die Höhe. Ich habe dieses Artefakt auf meinen Reisen gefunden. Ich nehme das sperrige Bündel in die Hand und löse die Kordeln, bevor ich Schicht für Schicht den Stoff entferne. Im Inneren befindet sich ein Kelch. Als ich Mirren frage, woher sie diesen hat, erzählt sie mir von einer haarsträubenden Mutprobe, die sie mit einem Fremden hatte, die damit endete, dass ihr Gegner beim Trinken von Gift schließlich irgendwann den Kürzeren zog. Kelch von prächtiger Qualität. Hofprachtbonus plus 4, Prestige 0,20 im Monat, sehr schön. Podestgegenstand Illustra. Das ist großartig, ja, finde ich auch. Abenteuer endet. Sehr schön, das freut mich.
Aber ich wollte jetzt noch mal erstmal schauen, was man bei Friesland. Ansprüche von Graf Grundbett, Coburg. Ich habe, glaube ich, keine Ansprüche drauf, gell? Grafschaft von Parma. Schauen wir doch gleich mal nach. Aber das war ein schwacher Anspruch, der nicht. Genau. Den haben wir nicht vererbt. Aber Coburg könnte man uns ja trotzdem einverleiben. Das ist gut. Das werden wir auch relativ bald machen. Und wir werden jetzt hier unser neues, gutes Stück ausstellen: Hofartefakte. Den stellen wir natürlich hier vorne auf, bei den schöneren Sachen. Und den Fingernagel der heiligen Margarete. Margareta stellen wir hier hinten auf. So, gut. Hofprachtstufe 4 ist natürlich noch ein bisschen schwach. Gut, also den nächsten Krieg, denke ich, den werden wir Richtung Coburg führen. Ich möchte nämlich jetzt hier Friesland endlich raushaben. Hofnarr, mehrere Narren in einem Mantel. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass mein heiterer Hofnarr so einen Bauch hat. Herr, entschuldigt, ihr müsst verstehen, ich habe ein bisschen zu viel gegessen und nun scheint es ganz so, als ob mein Magen das nicht verträgt, sagt Richvara mit schmerzverzieter Miene. Furz. Ursprünglich platzt der bunte Mantel von Richvara auf und gibt einen Haufen junger Kätzchen preis. Es müssen mindestens 30 von ihnen sein. Sie purzeln, maunzeln überall hin. Niemand wird es bemerken, wenn ich eines der possierlichen Dinge behalte. Oh, was für ein Spektakel, entzückend. Na komm, eine Katze ist doch gut. Wir halten eine Hauskatze. Sehr schön. Die Katze. Als die Katze auf meinem Schoß sitzt und zufrieden schnurrt, überlege ich, welchen Namen ich ihr wohl geben soll. Einen historischen, einen, der sich auf ihr orangefarbenes Fell bezieht, einen, der das beruhigende Gefühl beschreibt, das mich überkommt, wenn ich sie hinter den Ohren kraule. Ach, ich weiß, der perfekte Name ist... Mizi. Na, ich nenne sie Katz. So. Katz ist ein fantastischer Name für eine Katze, wie ich finde. So nenne ich meine Katze auch manchmal, wenn ich sie nicht Mizi nenne. So. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unseren Ein- und Ausgaben? Monatliche Einnahmen, Domäne, Vasallensteuern, Kirchenbesitztümer 8,3. Ja, wir wollen jetzt, ich gebe jetzt nichts aus. Ich möchte wieder auf 2000 Gold hochkommen, dass wir ein bisschen Reserven uns aneignen. 2000 ist ja da meine Schwelle. Und tatsächlich kehrt jetzt hier mal ein bisschen Ruhe ein in die Länder. Das ist nicht schlecht. Abgenutztes Handbuch der Sprachen. Wie sind die? 47 Jahre hält die noch. So, Herzog Ernst haben wir beeinflusst. Das heißt, wir werden jetzt jemand anders beeinflussen. Und zwar unseren mächtigsten Vasallen, Herzog Jakob von Westfranken. Beeinflussung hat begonnen. Was ich noch nie gemacht habe, was ist hier? Ah, inspirierter Charakter kann finanziert werden, machen wir. Henry Dunkel hat die Metallschmiede-Inspiration. Er will eine Krone schmieden. Fähigkeiten sind gerade mal befriedigend. Nee. Wenn schon eine Krone, dann bitte was richtig Gutes. Was wollte ich? Fraktionen, wie war denn das mit... Ah, hier. Ränk gespielt. Druckmittel und Beeinflussen von Herzog Jakob. Ich habe noch nie... irgendjemand dafür eingesetzt, mir da zu helfen. Ich wüsste aber auch gar nicht, wie das geht tatsächlich. Gibt so viel, was man da machen kann. Eine heilige Schrift. Als ich über den Markt schlendere, ruft mich ein Händler zu sich herüber. Er besteht darauf, etwas zu haben, was mich interessieren könnte. Der Duft von getrockneten Kräutern und fremdartigen Tinkturen überwältigt meine Sinne, als ich mich dem Stand nähere. Der Händler wühlt in seiner Sammlung staubiger Folianten und anderer Schätze. Nach einigem Wühlen zieht er ein altes Buch hervor und besteht darauf, dass ich es für das brauchen werde, was noch kommt. Na schön, ich beiße an. Vielleicht können wir uns einig werden. Ich nehme mir, was ich brauche. Wofür soll ich denn euer Buch brauchen? Ich beiße an. 300 wird uns das kosten. Buchartefakt. Vielleicht können wir uns einig werden. Diplomatie-Herausforderung. Okay, da könnte man eventuell den Preis ein bisschen drücken. Wofür soll ich denn euer Buch brauchen?
Was ist denn er eigentlich für einer? 300 finde ich ganz schön viel. Vielleicht können wir uns einig werden. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, für 150 das Buch bekommen. Goldene Legende, polnisch geworden. Eine heilige Schrift, Bibliomantie. Als ich meinen neu erworbenen Schatz, Goldene Legende, gerade wegräumen will, fällt ein Stück Pergament aus ihm heraus. Darauf stehen Anweisungen für eine Praktik namens Bibliomantie, mit der man angeblich die Zukunft aus Textstellen in Büchern lesen kann. Ich muss dieses Buch nur an einer zufälligen Stelle aufschlagen und den ersten schicksalsträchtigen Abschnitt lesen, auf den mein Blick fällt. Die Versuchung ist zu groß. Die Versuchung ist zu groß, ja. Ich halte mich an die Anweisung aus dem Brieflein und wähle zufällig eine Stelle aus dem Buch vor mir aus. Ich bebe vor gespannter Erwartung, schlage die Augen auf und lese: Die Angst tötet das Bewusstsein. Ein Feigling stirbt 1000 kleine Tode, doch der Mutige stirbt nur einmal. Was will mir das sagen? Guter Spruch. Angst ist der kleine Tod, der zu völliger Zerstörung führt. Faszinierend, das muss ich weiter erforschen. Ah komm, das probieren wir mal. 100 Bildungslebenswandelerfahrung erhalten, konzentrierter Leser für 3 Jahre. Sehr gut. Ich habe endlich die geheimnisvolle Textstelle aus meiner heiligen Schrift durchschaut und fühle mich nun sehr viel weiser. Dank dem Händler erscheint mir jetzt alles klarer. Die Angst mag das Bewusstsein töten, doch ich habe mich meiner Angst gestellt. Ohne Angst sterbe ich nur einmal. Finde ich gut. So, Bildungslebenswandel, noch was freischalten. Geplante Kultivierung, mehr Entwicklung in Gemeinde. Ja. Anatomische Studien. Ne, wir machen erstmal hier weiter den Weg, dass wir den mal komplett freischalten. Gut. Das heißt, wir befinden uns jetzt eigentlich wieder in relativ ruhigen... Haben wir noch einen Charakter zum... Ne, das ist immer noch der eher befriedigend. Der ist nicht so gut. Da brauchen wir keine Krone. Krone sollte dann, wenn, von einem echten Meister gefertigt werden. Ja, da würde ich sagen, befinden wir uns wieder in etwas ruhigeren Fahrwassern. Da kann man dann die Folge auch ganz gut aufhören. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder mit reinschaut. Bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat's euch. Servus.